Ihr Traumberuf als Kind oder Jugendlicher war? Als Kind Offizier, was also bei meiner Statur sicher also etwas komisch ist. Als Jugendlicher wäre ich gern Manager gewesen, um Dinge zu bewegen. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Das Tagebuch von Kardinal Pell. Welches Buch außer der Bibel hat Sie geprägt? Das waren sicher mehrere Bücher, aber was mich schon geprägt hat, ist Einführung in das Christentum von Josef Ratzinger. Welche Persönlichkeit der Geschichte oder Zeitgeschichte bewundern Sie? Konrad Adenauer. Ihr Lieblingsessen ist? Sind Mehlspeisen. Mir war der Freitag immer der liebste Tag in der Woche. Was ist Ihr Traumziel oder ein Ort, an dem Sie noch nie waren? Ja, ich würde gern den Ort kennenlernen, wo meine Vorfahren herstammen. Das ist ein Ort in Frankreich, weil meine Vorfahren Hugenotten waren. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Das ist das Beisammensein mit meinen Kindern und mit meinen Enkeln. Worüber können Sie sich so richtig ärgern? Wenn Ziele verfolgt werden, die unter einem ganz anderen Namen laufen. Mit wem würden Sie gerne mal essen gehen und über Gott und die Welt reden? Mit meiner verstorbenen Großmutter, die ich sehr geliebt habe. Haben Sie einen unerfüllten Lebenstraum? Darüber habe ich noch wenig nachgedacht, um ehrlich zu sein. Bitte ergänzen Sie. Als Papst würde ich völlig überfordert sein. Kirche in Not, schätze ich, weil sie vielen Menschen hilft, unabhängig davon, ob sie gläubig oder nicht gläubig sind.